Kuckuck. Und guten Tag. So, weiter geht's mit Risen. Jack sagt Risen. So, wir sind hier immer noch dabei, ja, das Lagerhaus hier versuchen zu plündern. Aber wir müssen aufpassen, dass der uns da nicht sieht, obwohl er genau in die Richtung guckt. Hey, was hast du vor? Typen wie dich will ich hier nie wiedersehen. Ich habe gerade tierisch Bock, dir eins auf die Fresse zu hauen. Na, nun geh doch mal. Brauchen wir alles. Was war da hinten? Keine Ahnung. Da ist eine Stufe, da will ich so nicht hoch. Wir müssen ja eine Etage höher hier anscheinend. Frage ist, wie kommen wir da hoch? Raus! Raus oder setzt was! Ja, ist ja gut. Komm her! Och, Junge. Typen wie dich will ich hier nie wiedersehen! Na komm her. Scheiße. Wir haben ja den Speicherplatz vom Anfang der Episode. Scheiße. Der sieht uns doch wieder, oder? Können wir uns hier irgendwie verstecken vor dem? Kannst du irgendwo hochklettern? Ja. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, mach noch mehr Krach. Romanovs Truhe. Guck mal, was wir haben. Wir haben Ramonas Schatulle, steht drauf, ungewöhnlich schwer für seine Größe. Knochen, Wolfsfell, ja. Ja, das hätten wir. Illusion erschaffen. Speichern, ja. Oh. Hätten wir das. Du schmieriger kleiner Tagedieb. Ich glaube, hierüber wären wir auch dorthin gekommen, oder? Ja. Ja, wären wir. Scheiße. Egal. Ups. Aber den Schrank haben wir schon geplündert, oder? Ah. Raus! Weg mit dir! Na, komm her! Komm! Na! Arsch! Ja. War die Truhe? Schlösserknacken verstehe ich nichts. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Okay. Ja, ihr werdet doch ihre wahre Freude mit mir haben. So, wir gehen mal in die Kneipe und reden mit Patty. Wo ist das Miststück?
Ja, mir wurde gesagt, du bist ein Miststück. Hier, rede mit mir, du Miststück. Oh ja. Wegen deines Vaters. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut, ich hab's kapiert. Die Sprecherin gefällt mir. Okay, Captain Greg. Die Diskussion gab es auch schon so oft. Kapitän Romanov sitzt in der Hafenkeilzelle. Aha. Dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Ja. Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Oh, Entschuldigung. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Menschen und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, ist es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Ende. So, mein Schatz. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Wir werden uns wiedersehen. Jetzt gehen wir erstmal zu Romanov. No. Und aus irgendeinem Grund werde ich nicht für die Banditen stimmen. Mal. Die Schatulle, haben wir die hier irgendwo? Das ist eine schlechte Idee. Was, warum? Ich fand diese Schatulle hier. Romanov. Potzblitz! Weißt du, was du mir da gerade gegeben hast? In dieser Schatulle ist das Gold des Don an Romanov. Ach was, wäre ich ja nie drauf gekommen. Großartig! Du hast es tatsächlich geschafft! Reife Leistung! Kommandant Carlos wird sich immens darüber freuen! Hier, das soll deine Belohnung sein. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Danke. So, was sagt er mir jetzt? Wo ist er hin? Jo. Muss das jetzt sein? Wo warst du so lange? Wo ist meine Schatulle? Ich konnte sie nicht finden. Was? Du lügst doch. Das sehe ich dir an. Glaub, was du willst. Ich warne dich, Bursche. Wenn du mich verarscht hast, werde ich das rauskriegen. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr sehen. Ich warne dich, Bürschchen. Wenn du so eine Schweinerei nochmal mit mir versuchst, war es dein letzter Fehler, klar? Oh, was ist denn? Ich lade mal neu. Was ist denn, wenn ich denn sage, ich habe dir die Weißen übergeben. Oh ja. Ich fand diese automatisches Speichern. Ich kenne Personen, bei die für das wurde extra für die entwickelt. Muss das jetzt sein? Wo warst du so lange? Wo ist meine Schatulle? Ich habe sie den Weißen übergeben. Du hast was?
Ha! Ich hatte sowas schon geahnt. Na schön. Das werde ich mir merken. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und jetzt gehen die aus den Augen. Ich würde aber gern noch mal wissen. Was ist? Egal. So, dann reden wir aber mit der ganzen anderen Bande hier. Ahoi! Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lucor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lucor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Sieh mal, ja. Jo. Muss ich dich erst verprügeln? Du willst mich niederschlagen und mir die Rüstungsplatten abnehmen? Yep. Ich habe mir schon sowas gedacht. Deshalb trage ich die Rüstungsplatten nicht bei mir. Ich habe sie gut versteckt. Ohne meine Hilfe findest du sie nie. Wo sind die Rüstungsplatten? Bezahl mich und du erfährst es. Falls nicht, kannst du ewig danach suchen. Wo hat... Bezahl mich... In Ordnung, ich kaufe deine Rüstungsplatten. Ich habe sie nicht bei mir. Hinter dem Lagerhaus. Die Treppe rauf ist eine Kammer. Die Rüstungsplatten liegen dort in einer Seemannskiste. Hier ist der Schlüssel. Warte mal. Nö, 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 nö. Hatten wir das jetzt schon gemacht mit dem Romanov? Hafenstadt. Erledigt. Sorti. Sergio, Romanovs Gold. Romanovs Gold, okay, hab ich. Okay. Wo ist der Typ jetzt? Ahoi. Muss ich. Deshalb. Wo. Bitz. Wo. Wir machen mal speichern. Ja, ja, komm. Sag mir sofort, wo die Platten sind. Was soll das? Du weißt doch, was ich will. Bezahl mich, Mann! Sonst sag ich es Ukos. Wer ist Ukos? Ukos ist ein großer, starker Schläger. Und er schuldet mir noch was. Aber darüber solltest du dir nicht den Kopf zerbrechen. Bezahl mich einfach. Nö. Runter mit der. Los, hinterher! Ja! Ich denke, jetzt weißt du, wie es läuft. Sauberer. Ja, ich meine, Scheiße. Wir müssen den allein erwischen. Wer? War das nicht hier dieser Ogre? Können wir den irgendwie außer Gefecht setzen? Ukos wacht über Lagerhaus. Aha. Und sonst? Alles klar bei dir, Großer? Alles klar, Boss. Sag mal, kennst du Buddy? Buddy, Boss? Buddy arbeitet gut. Schleppt Kisten. Und was weißt du noch über ihn? Schuldest du ihm Gold? Gold ist nicht zum Essen da. Ukos braucht Fleisch. Gebratenes Fleisch. Hier, nimm ein Stück gebratenes Fleisch. Viel Wache macht viel Hunger. Weißt du, ob Buddy hier irgendwo ein Versteck hat? Buddy, kleines Zimmer, hinter Lagerhaus, Treppe rauf, immer offen. Na also, danke, Großer. Ukos hungrig. Immer offen.
Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Mhm. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, aber kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Niemand ist stark wie Ukos. Aber ich dir helfen, stark zu werden. Hast du Gold? Ukos braucht Gold für Fleischerei. Ja, warte mal, wie viele Punkte haben wir eigentlich? 25. Lernen wir noch ein bisschen Stärke? Könnten wir eigentlich machen, oder? Komm hier. Zeige mir, wie man kämpft. Ja. Ich will stärker werden. Gut so. Ja. Wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Naja, hätten wir ja fast. So, Buddy, wo bist du? Keine Chance gegen uns. Ach scheiße. Ich bezahle da keine 200 Kröten hier. Runter mit der Waffe. Ja, ja. Halt. Geht doch. Dann kommt dieser Kosmoknabe da drüben, oder? Wenn ich jetzt hier dem hier den Hals durchschneide. Weg mit dem Ding. Los, lass hinterher. Die Scheiße sein. Ja. Ich hoffe, du lernst was daraus. Nö. Taschendiebstahl. Wir bräuchten Taschendiebstahl. Weg mit dem Ding. Los, hinterher. Jawohl, ja. Och nee, das dauert ja eine Stunde. Ich hoffe, du lernst was daraus. Nee, darauf. Ich muss den hier irgendwie. Scheiße. Wir können ja nirgends angreifen, ohne dass wir hier. Weg mit dem Ding! Runter mit der Waffe oder es gibt Ärger. Du willst Ärger? Kannst du haben! Ja! Oh. Ja. Wiederholt ganz schön zu. Dankeschön. Nichts. Nur weiter. Hat keiner gesehen. Guck, guck. Und? Ah. Freddys Rüstungsplatten. Na klar, haben wir doch. Tja, alte Petze. Oger sind alte Petzen. Wirst du mich jetzt hier irgendwo anschwärzen? Wo bist du? Jetzt hat er keinen Bock mehr.
Suchst du wen? Hm. Ja. Du hast mich besiegt. Gut. Was willst du? Bayern? Ich hab deine Rüstungsplatten. Du hast was? Och, du bist ein ganz mieser Dieb. Genau wie du. Ich hab deinen Schlüssel. Du mieser Schläger. Der wird dir nichts nutzen, solange du nicht weißt, wo die Truhe steht. Wo steht die Truhe? Du kennst meinen Preis. So, wer war noch hier? Warte mal. Duell mit Buddy, Hafenstadt. Erledigt. Ja, Rodriguez, Hafenstadt. Patty will die Stadt verlassen. Patty hat heute mir die Stadt von einer Reihe gegeben muss. Ich habe versprochen, ihr zu helfen. Ja, das machen wir noch. Der verschollene Vater. Wie auch immer. Wo kurbel die Rüstungsplatten? Ingwer und Vasili. Patty, mein Schatz, wir müssen uns hier ein bisschen in deiner Kneipe gleich rumprügeln. Ich hoffe mal, du hast nichts dagegen. Vasili, hier, speichern. Ahoi. Warte mal. Ich sollte aber erstmal irgendwo pennen gehen. Der Buddy, der wird doch sicher hier sein Bett für uns frei machen. Wir sind alte Kumpels. Der macht das schon. Guck mal hier. Aber das Beste war bei der Rachel. Hat die das in Aufnahme gehabt oder hat die das gemacht, wo ich hier getestet habe, was? Wo ich ja wegen meinen Thumbnails unterwegs war. Habe ich mich in ihr Bett gelegt und sie hat gesagt, niemals schläft in meinem Bett außer mir. Probier's woanders. Was ist hier hinten eigentlich? Achso. So, Vasili. Hat er nicht den Fischstand dort oben genommen? Vasili, das ist doch hervorragend. Du gehörst zu Romanovs Mannschaft? Ja, das stimmt. Wird langsam Zeit, dass wir mal wieder in See stechen. Mir kommt es so vor, als wären wir schon seit Jahren in diesem Nest. Was machst du hier? Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Du arbeitest für Patty? Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Mhm. Patty sucht ihren Vater. Zeig mir mal jemanden, der nicht nach Kapitän Gregorius Stahlbart sucht, Mann. Ich weiß nur, dass er vor langer Zeit mal hier war. Aber wo er jetzt ist, oder ob er überhaupt auf dieser Insel ist, weiß ich nicht. Was weißt du noch über Kapitän Stahlbart? Eriksson behauptet, dass Gregorius Stahlbart eine Baracke hier in dieser Stadt hat. Aber ich glaube ihm kein Wort. Wenn er wirklich wüsste, wo Stahlbarts Baracke ist, hätte er sie sicher schon geplündert und wäre über alle Meere. Stattdessen habe ich Eriksson lediglich in Sonjas Bordell herumlungern sehen. Mhm. Erzähl mir was über den Hafen. Da ist nicht viel los, kommen ja auch keine Schiffe. Die einzige Möglichkeit, an einen Job zu kommen, ist Carrasco. Er gehört zum Orden und verwaltet das Lagerhaus. Außerdem bezahlt er miserabel. Halt dich an Lucor. Er hat da was Eigenes am Kochen und wenn du dich gut anstellst, ist die ein oder andere Münze extra drin. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Luko ist ziemlich geizig. Ja. Was schätzt du, wäre in Stahlbarts Baracke zu holen? Denk doch mal drüber nach, Mann. Das völlig herrenlose Haus eines berüchtigten Piratenkapitäns, der die Meere unsicher gemacht und unschätzbare Reichtümer angehäuft hat.
Zeig mir mal denjenigen, der nicht gerne mal darin herumstöbern würde. Ja. Lukor schickt mich. So, so. Ich nehme an, er hat dir auch mein Gold mitgegeben. 200 Goldstücke und du kannst das Zeug haben. Mm. 200 Goldstücke sind zu viel. Ah, daher weht der Wind. Du bist ein Schläger. Ja. Also, ich sag dir jetzt mal, wie das läuft. Du bezahlst meinen Preis oder du musst mich umhauen. Such es dir aus. Ich hau dich um. Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Na, dann zeig mal, was du kannst. Ui. Ja. Ja. Aufpassen. Hier können jetzt wir. Wird spannend. Bringt es zu Ende. Oh, weiter. Oh. Dieses Zurück und Jumpen von denen dauernd. Sauberer Schlag. Ja. Das ist wie, als würden die zurückgespornt werden an irgendeiner Stelle. Das sieht doch nicht mal nach Springen aus. Oh, hier. Zwei. Na, dann zeig mal, was du kannst. Hoffen wir das noch in der Folge. Jawohl, natürlich. Das springt so scheiße hier. Was macht denn der für Sätze, Mann? Das war nicht ohne. Nee. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Zwei. Ich. Das hat, na dann zeig mal, was du kannst. Mach schon! Weiter! Feste! Weiter! Mach schon! Ja, mach schon! Wenn ihr mal nicht alle drum rumstehen würdet, dann krachert ihr nur darum, dass ich euch treffe. Vasilis Rüstungsplatten, hier genau. Gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, doch bestimmt. Hier, wo ist die Waffe? Hier, genau. Das haben wir noch geschafft. Genau. Dreckskerl. Ich hoffe, die Rüstungsplatten bleiben dir im Halse stecken. Jo. Ja. Und ich würde sagen, mit diesem Endkampf für diese Folge machen wir Feierabend.
Oh, damit. Abspeichern. Speichern. Und 2, 5 ergibt 25. 2 plus 5 ist 25. Geile Rechnung. Pädagogisch wertvoll, dieses Display. Nee. 2 plus 5 ist natürlich 7. Und damit soll es das für heute gereicht haben. Ich hoffe, das ganze Ding hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und tschüssi.